In der Zeit der Pferderanch-Erweiterung gab es für die Community fast kein anderes Thema mehr. Dabei ist ein extrem interessantes, frisch hinzugefügtes Feature im Spiel total untergegangen, welches überraschend spaßig ist. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, kennt ihr vermutlich schon meine Meinung zu den Inhalten für die Sims 4. Oft entwickeln die Leute bei EA neue Feature, Spielfunktionen oder Packs, die leider nicht ganz unsere Erwartungen von spaßigen Inhalten treffen und nicht fertig durchdacht oder einfach mit zu wenig neuen Inhalten daherkommen. So war das bisher auch immer mit den Szenarien der Fall, welche schon vor 1,5 Jahren veröffentlicht wurden und über das Hauptmenü gestartet werden können. Diese stellen kleine Herausforderungen dar, welche fest vorgegeben sind und mit euren Sims gemeistert werden müssen. In der Theorie eine spaßige Idee, die Praxis war bisher aber oft etwas enttäuschender. Das anfängliche Kohle-Scheffeln-Szenario, mit dem man 1 Million Simoleons erwirtschaften muss, ist natürlich eine Herausforderung. Konnten wir aber auch ohne Szenario schon genauso meistern. Hier war es eigentlich völlig unnötig, ob dieses ausgewählt wurde oder nicht. Jetzt wurde aber mit einem der letzten Sims Delivery Express ein neues Szenario namens Familienvermögen hinzugefügt, welches auf den ersten Blick genauso langweilig aussieht. Das ist aber nicht ganz richtig. Seit einiger Zeit fügen die Entwickler Szenarien mit schon vorgefertigten Haushalten und einer passenden Story hinzu, mit denen ihr dann spielt. So auch bei diesem hier. Der Laundry-Haushalt besteht aus insgesamt 4 Sims, einmal Nissa, eine enttäuschte Großmutter, welche 3 Enkel namens Ava, Eddie und Lila mit schlechten Eigenschaften hat. Diese wollen alle das Vermögen der Oma erben und können für dieses Ziel entweder zusammenarbeiten oder versuchen sich voneinander abzuheben und so die Simoleons für sich alleine zu ergattern. Nachdem ihr euch ein Grundstück ausgesucht habt und im Spiel landet, geht es auch schon direkt mit der Story des Szenarios los, mit der ihr die Richtung, in die dieses familiäre Problem gehen soll, bestimmen könnt. Die Sims haben auch schon vordefinierte Fähigkeiten und Beziehungen zueinander, was ich persönlich ganz spannend finde. Jetzt könnt ihr die Story vorantreiben und die optionalen oder auch Pflichtereignisse auslösen. Ein Zweig des Szenarios erfordert hier zum Beispiel ein Familienessen, damit dieses abgeschlossen werden kann. Das schlimmste Endergebnis ist hier wohl, dass die Oma ihr gesamtes Geld wohltätig spendet, was eine kleine neue Interaktion am Smartphone der älteren Dame ist. Ansonsten könnt ihr aber auch das Ziel einer glücklichen Familie erreichen oder um mehr Spannung in die Sache zu bringen und nicht auf der guten Seite zu stehen, die Oma enttäuschen. Tatsächlich ist dieses Szenariosystem nicht unbedingt eines der komplexesten Features in The Sims 4. Ich muss aber sagen, dass ich beim Spielen recht positiv überrascht wurde. Irgendwie ist es erstaunlich spaßig, die vorgefertigte Geschichte der Entwickler zu spielen und zu schauen, welchen Zweig man mit den Sims wählen will. The Sims 4 ist meistens ja das komplette Gegenteil davon. Wir Spieler definieren genau, was wir mit unseren Sims machen wollen und wie die Geschichte von den Sims aussehen soll. Dieses Szenario ist aber eine interessante Abwechslung, das besonders Spieler, denen im Spiel manchmal langweilig wird, auf neue Ideen bringen kann. Es ist auch schön zu sehen, dass die Entwickler extra für diese Geschichte ein neues, kleines System programmiert haben. Sowas wird im Spiel ja häufig sonst einfacher gelöst, als es eigentlich sein sollte. Wenn ihr mehr Videos rund um die Sims sehen und weiter auf dem Laufenden gehalten werden wollt, abonniert gerne meinen Kanal. 70% von euch haben das leider nämlich noch nicht getan. Was denkt ihr zu diesem Szenario? Findet ihr die Story, die sich hier überlegt wurde, genauso spannend wie ich? Oder spielt ihr lieber nach euren eigenen Regeln und Gesetzen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.